Wir befinden uns in den Jahren zwischen 1600 und 1789, also im Barockzeitalter bis hin zur Französischen Revolution. Die Stadt und die Burg sind jeweils ein eigenes Machtzentrum. Zwischen Stadt und Burg kommt es zu schweren politischen und militärischen Konflikten. Insbesondere die Glaubensauseinandersetzungen zwischen Reformation und Gegenreformation prägen diese Konkurrenz. Der Dreißigjährige Krieg zwischen 1618 und 1648 prägt diese Zeit. Aber auch später führt die Vielzahl von kriegerischen Auseinandersetzungen, die völlig ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung geführt werden, zu einer hohen Sterblichkeit. Auf der Burg gibt es keine Verteidigungsanlagen mehr, die gegen die modernen Kanonen wirklich wirksam wären. Der stolze Stammsitz des fürstlichen Landesherrn kümmert sich vor allem um die Repräsentation der fürstlichen Macht und um die Vergnügungen der geneigten Hofgesellschaft. Es gibt einen Pavillon für erotische Treffen und die Höhle als Rest der nicht mehr profitablen Silbermine wird zum leicht schauerlichen höfischen Ausflugsziel. Nach der Eroberung der Kolonien, im Gefolge der Entdeckungen unter anderem von Christopher Columbus, kommt Handelsgut von überall auf der Welt nach Europa. Im Burghof werden die Einführung der Gabel und der Ananas zelebriert. Nur der Fürst hat eine Gabel. Essen wird zum repräsentativen und verschwenderischen Luxus. Die Bauern haben immer noch nur je einen zumeist hölzernen Löffel pro Person und eine gemeinsame irdene Schüssel. In der Stadt gibt es infolge der kriegerischen Zeitläufte immer noch starke Verteidigungsanlagen. Die Glaubensauseinandersetzungen prägen auch das innerstädtische Leben. Mehrere Geistliche unterschiedlicher Konfessionen diskutieren vor der Kirche und symbolisieren damit die Diskussion um den rechten Glauben, katholisch oder evangelisch. Es gibt einen starken Austausch der Stadt mit dem Land. Reisende Händler kommen zum Markt, um ihre Produkte zu verkaufen. Vor dem Rathaus findet ein Aufstand gegen die zu hohen Brotpreise statt. Große technische Entwicklungen werden präsentiert. Der Traum vom Fliegen zieht die Menschen immer mehr an. Ein Heißluftballon wird vorgeführt. Die zunehmenden Versuche des Osmanischen Reiches, seine europäischen Besitzungen vom Balkan her auf ganz Europa auszudehnen, bringt weitere Kriege. Zugleich aber gibt es immer mehr Kontakte mit den kulturellen und militärischen Entwicklungen der Osmanen. Ein sogenanntes Türkenzelt und kostbare Waffen stellen diese Orientbegeisterung dar. Die stolze Gesellschaft der Stadt versucht sich zu repräsentieren, indem sie ihre eigene, im Rathaus gezeigte Identität und ihre Macht mit der Symbolik von Herrschaft verknüpft, die bis dahin nur Fürsten vorbehalten war. Der Buchdruck gerät ins Visier der Zensur. Die zunehmende Bildung größerer Teile der bürgerlichen Bevölkerung lässt die städtische Oberschicht, das Patriziat, einen Machtverlust befürchten. Auf dem Fluss werden die Boote größer. Er ist zur wichtigsten Lebens- und Transportader von Stadt und Land geworden. Die Landwege sind infolge der Kriege unsicher. Wegelagerer und Söldner bedrohen die Sicherheit von Reisenden und Waren. Der Landesherr verlädt Soldaten in Boote. Sein üppiger Lebensstil hat ihn in zunehmende Geldnot gebracht. Als Kriegsherr unterhält er größere Streitkräfte. Diese verkauft er jetzt an kriegführende Parteien in Übersee, so im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Für den Verleih der Männer erhält er große Summen Geldes. Manch einer kehrt nicht zurück. Eine französische Postkutsche auf der Brücke dient als Symbol für den zunehmenden Austausch von Waren, Medien und Ideen. So werden auch die Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verbreitet. Die Landwirtschaft und die sogenannte protoindustrielle Entwicklung geraten bereits jetzt in eine immer größere Konkurrenz um Flächen und Ressourcen. Die Produktionsmethoden werden effektiver, die angebauten Früchte ertragreicher. Die Ochsen pflügen das Feld, nicht mehr der Bauer selbst. Eine fürstliche Gesellschaft beobachtet die Einführung der Kartoffel. Sie wird angepflanzt, um die Hungersnöte auf dem Lande zu bekämpfen. Die ersten Kartoffeln werden als neueste Kostbarkeit dem Fürsten per Kutsche auf die Burg geliefert. Die technische Entwicklung wird durch die Magdeburger Halbkugeln von Guericke dargestellt. Diese bahnbrechende Entdeckung des Vakuums macht die Entwicklung von Dampfmaschinen und Turbinen möglich. Unternehmer werden jetzt Adel und Bürgertum gleichermaßen. Es entstehen Manufakturen. Hier eine Kutschenwerkstatt, in der die Kutschen aus einer Hand erstellt werden.
Sie zeigt auch die Entwicklung der Mobilität. Die Bauern sind weiterhin erbuntertänig, aber nicht leibeigen. Der Boden gehört dem Burgherrn. Die Bauern haben bestimmte Frondienste zu leisten. Durch diese Arbeitspflicht kann der Bauer sich noch nicht von diesem Grund und Boden wegbewegen, denn dann verliert er seinen Lebensunterhalt vollständig. Eine Bauernhochzeit zeigt Freude am Feiertag. Ein Pfarrer unterrichtet Bauernkinder, damit sie die Heilige Schrift lesen können. Gleichzeitig sammeln und zeichnen Lehrer und Pastoren die Volkssprache und Volksmärchen auf. Kultur ist nicht mehr nur jene des Adels oder der Bürger in den Städten. In ihrer Verzweiflung führen Bauern einen Aufstand gegen das Gasthaus aus, welches dem Landesherrn gehört, und indem sie nicht nur ihren kargen Lohn vertrinken, sondern auch das Saatgut kaufen müssen, das der Landesherr im dortigen Laden verkauft. Die allumfassende Abhängigkeit vom Landesherrn ist nicht mehr unumstritten. Die Bevölkerung, vor allem auf dem Land, leidet unter den verschiedenen Söldnerheeren. Diese vergreifen sich an der Zivilbevölkerung, hier an einem Fischer und seiner Frau, oder sie versuchen, aus den besetzten Gebieten Abgaben zu erpressen. Hier gezeigt durch einen Landsknechtstrupp an den Toren der Stadt, der Einlass erzwingen will.